Hallo zusammen, ich bin der Tobi und heute schauen wir uns mal die Demo von Silence. Das ist das neue Point and Click von The Dalek und die Musik gefällt mir schon mal sehr gut. Dem unscharfen Hintergrund hinten, nicht schlecht. Vielleicht können wir noch Language auf Deutsch stellen. Mhm. Untertitel machen wir natürlich an, klar, Untertitel. So, Größe, jawohl. Passt. Und wir lassen ihn auch sofort anzeigen. Dann habt ihr vielleicht ein bisschen Zeit zum Lesen, falls ihr nicht so laut den Ton haben möchtet. Okay, ich bin mal gespannt. Das soll ja richtig bahnbrechend großartig sein und ich gehe mal davon aus, dass das sein wird. Okay, Leute, viel Spaß bei Silence. Der Demo, wohlgemerkt. Das ist nur die Demo. Wir müssen in den Bunker! Silence. Oh mein Gott, was ist da passiert? Okay. Sieht aus wie eine Mischung aus Fantasy und Zweitem Weltkriegs-Setting. Ja. Ein Bunker. Oh yeah. Lass uns woanders hingehen. Es ist schrecklich eng und staubig. Man kann kaum atmen. Klaustrophobie haben wir also, okay.
Sag ihr, dass ich letzte Panikattacke schon Monate zurücklegt, dass du deine Klaustrophobie im Griff hast. Wir halten das schon aus, Rini. Miss Clock sagt, hier ist es gar nicht sicher. Ja, was weiß Miss Clock schon? Naja, gut, ich glaube, sie hat das recht. Das Einzige, was sicher ist, ist der Tod. Hier bist du auf jeden Fall sicherer als draußen. Wir könnten uns draußen im Wald verstecken. Nein. Oder wir laufen zum Waisenhaus zurück. Sarah und Marie warten bestimmt schon auf uns. Verdammt nochmal, wir können hier nicht raus. Verstehst du das nicht? Alle, die jetzt noch draußen sind, werden draufgehen. Alle. Kleine Mädchen sind nicht unverwundbar. Sie werden genauso zerfetzt wie alle anderen. Das war nicht so gemeint. Rini, ich wollte dir keine Angst machen. Rini, es tut mir schrecklich leid. Bitte vergiss, was ich gesagt habe. Es wird dir nichts passieren. Ich verspreche es. Was kann ich tun, um Rini die Angst zu nehmen? Okay, klicke auf den Boden, um dich dorthin zu bewegen. Aha. Aber auch schön, oder? Wie die Grafik sich bewegt. Das gefällt mir gut. Okay, wir haben Schrank. Rini. Murmeln. Was gibt's noch? Lampenschirm, Fernseher. Socke. Benutze Socken. Murmeln mit Socken. Schlage Rini. Nein, Spaß. Gottes Willen. Würde ich niemals tun. Hier scheint etwas Besonderes möglich zu sein. Führe die beiden Symbole übereinander und klicke mit der linken Maustaste. Hinweis, du kannst die Umrisse im Optionsmenü abschalten. Oh. Das bringt mich auf etwas, das Rini bisher immer beruhigen konnte. Rat mal, wer ich bin. Schmendrick. Du siehst überhaupt nicht so aus. Und jetzt? Nee, du hast ja nicht mal Bommel. Cedric. Hör auf, ey. Und wo ist Spot? Spot. Wo kriege ich denn hier eine Bommelmütze her? Ganz zu schweigen von einer grünen Superraupe. Naja. Ich weiß, wie wir das herkriegen. Und zwar... die Socke. Da ist ja die Socke, die ich letzte Woche gesucht habe. Na gut, muss mal ein bisschen arbeiten. Jetzt ist bestimmt wieder die andere verschwunden. Denen? Socken gehören zusammen. Und trotzdem fehlt immer eine. Ist doch komisch, findest du nicht? Nein, das ist sogar ziemlich traurig. Was ist in diesem Schrank? Ein kaputter Spiegel. Keine Bommel. Sonst nichts. Keine Bommel. Lampenschirm. Keine Bommeln. Keine Bommeln. Keine Bommeln. Keine Bommeln. Das könnten Bommeln sein, die Ohren. Hey, der hat Bommeln. Reißt nicht die Ohren ab, oder? Ich hasse es, mich zum Clown zu machen. Aber für Rini tue ich's. Aha. Was kann ich tun, um Rini die Angst zu nehmen? Was kann ich tun, um Rini die Angst zu nehmen? Was kann man wohl tun? Was kann ich tun, um Rini die Angst zu nehmen? Na, im Prinzip klicke ich einfach gerade nur alles an. Hallo Rini. Hallo Cedric. Wie geht's Spot? Du kannst ihn gleich selbst fragen. So einer wie Spot ist nicht leicht zu finden. Spot! Ja, wo mag er nur sein? Das da könnte ein Sockenspot werden. Tada! Heute gibt es eine Wünsch-dir-was-Vorstellung. Ich wünsche mir die Geschichte von Silence. Wirklich? Ich liebe das Pupsli. So das Rülps-Alphabet. Nein! Erzähl mir die Geschichte von Spot und Cedric, bitte. Na schön. Die Geschichte von Cedric also. Und seiner Welt Silence. Na klar. Und seiner Welt namens... Entschuldigung.
Silence. Sedgwick war ein Clown, der nie lachte. Er wollte auch nicht, dass die Leute über ihn lachen. Also verließ er sein Opa, sein Bruder und den Zirkus und ging hinaus in die Welt. Aber nicht allein. Denn mit ihm ging sein bester Freund. Spot! Spot hat Sedgwick immer geholfen. Er konnte sich nämlich verwandeln in alles Mögliche. Und so schafften sie es bis zum König von Silence. Du brauchst eine Krone und noch was für die Prozefeiung. Immer schön der Reihe nach. Zuerst meine Krone. Yeah. Oh mein Gott. Ey Leute, das ist ja ein richtig mega Spiel. Das wird richtig gut. Oh fuck. Fuck. Das gefällt mir sehr gut. Oh meine Güte. Okay, Leute. Ihr braucht eine Krone und das kann nur der Lappenschirm sein. Ach, da ist sie ja. Tada! Der König von Silence. Er war ein guter König. Aber dann wurde er krank. Und mit seiner Krankheit kam auch das Unheil über das Land. Die Felder verdorrten. Die Mauern der Städte bröckelten. Und alles begann zu zerfallen. Der König musste nur gesund werden. Dann wäre auch Silence gerettet. Sedgwick wollte ihm das Lebenselixier bringen. Ganz so, wie es ein altes Orakel prophezeit hatte. Shana ist nicht alt. Hast recht. Sie ist eher zeitlos. Und geheimnisvoll. Wo ist ihre Kristallkugel? Da ist sie. Hallo, Kristallkugel. Oh, was für eine Riesenbirne. Hatte Shana auch so eine? Bestimmt. Irgendwo. Die geheimnisvolle Shana prophezeite Sedgwick, dass er dazu bestimmt war, den König zu retten, aber seine Welt zu zerstören. Das wollte er natürlich nicht glauben. Er wollte dem König ein Lebenselixier bringen, stimmt's? Ja, aber als er im Schloss ankam, sah er, dass Shana recht hatte. Weißt du noch, was ihn im Thronsaal erwartete? Was dreht alles herum, ohne sich selbst zu bewegen? Im Thronsaal war kein König, nur ein Spiegel. Als Hedwig in den Spiegel schaute, sah er keinen traurigen Clown mit Bommeln, sondern einen kleinen Jungen, der in einem Krankenhausbett lag, bereit, die Augen nach langer Zeit das erste Mal wieder zu öffnen oder sie für immer zu schließen. Du warst das. Du warst krank und hast geschlafen. Und Sedgwick, Spot und Silence? All das war nur von dir geträumt. Ja. Was hat Sedgwick dann gemacht? Er zerschlug den Spiegel und ließ seine Welt untergehen. Um dich zu retten, denn du warst der König von Silence. Ah! Oh mein Gott. Greenie! Mega gut. Hey, was für eine geile Geschichte bis jetzt. Also, wenn es das Level so grob halten kann, dann weiß ich Bescheid, ne? Dann weiß ich Bescheid. Ja. Oh, verdammt. Rini? Geht's dir gut? Rini! Schweres Artilleriefeuer. Nach monatelanger Ruhe. Sehr schön. Rini! Wo bist du? Mit gedrückter Leertaste oder mittlerer Maustaste kannst du dir alle Interaktionsmöglichkeiten und zusätzliche Tipps anzeigen lassen. Möchtest du keine Tipps erhalten, so kannst du sie im Optionsmenü deaktivieren. Okay. Hoffentlich ist Stringy nicht unter den Trümmern verschüttet. Schau nach. Dunkelheit. Fernseher. Betonplatte, Esel. Dunkelheit. Gucken wir mal beim Esel, oder? Donkey. Oder was von ihm noch übrig ist. Ah. Auch Jugendliche zu verpflichten. Oh, Gott sei Dank. Na, man ist halt da immer versucht, ja, jetzt immer Space zu drücken. Was Socke, piept da in der Socke? Ich Spot gespielt habe. Sieht aus, wie das Ei aus dem Spot geschlüpft ist.
Seltsam. Hallo, Spot? Oh, oh. Bist du da drin? Er ist wieder da. In seiner Fantasiewelt. Oh Gott. Rini! Ein Glück, du lebst! Wo bist du? Die blöde Kiste! Leiser, verdammt! Unter Beschuss. Im Kampf gegen die dritte große Angriffswelle. Schweres Artilleriefeuer. Geh endlich aus! Ruhe! Unter Beschuss. Zu verpflichten. Unter Beschuss. Rini! Nach monatelanger Ruhe. Kampftätigkeit neu entfacht. Revisionen. Schluss jetzt! Hä? Oh oh. Oh oh. Schlag niemals den Fernseher in zwei. Was ist das? Wo kommt denn dieses seltsame Licht? Silence herum. Träum ich genau, das, oder Cedrics, was? Cedrics Wagen, der Zirkuswagen. Richtig, ach du Kacke, ist alles da. Ja, Wahnsinn. Oh Gott, bewegt sich da unten was? Oder bilde ich mir das nur ein? Und was davon ist beunruhigender? Mein alter Wohnwagen. Ich meine natürlich Cedrics alter Wohnwagen. Schnell zu Rini. Das Teil trägt nur Fliegengewichte. Hm. Und hopp! Oh oh! Da könnte ich drauf springen, wenn ich meine Höhenangst überwinde. Und meine Angst im Allgemeinen. Für Rini! Oh, 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 oh. Ja, so halt. Sorry, wie geht es? Maus nach links, nach rechts. Hey. Ah, okay, nach oben, nach unten meinen die wohl. Okay. Also rechts, links bedeutet oben und unten. Und wieder eine Welt, die durch mich untergeht. Hey, das war nur ein Globus. Und außerdem bin ich nicht Cedric. Das war nur ein Globus. Oh yeah. Da werden Erinnerungen wach. An sonntägliche Baden in Opas Badewasser. Sparsam wie er war, kippte er das Badewasser nicht weg, sondern setzte es später als Fleischbrühe an. Kein Wunder, dass er den Silence untergehen ließ. Naja. Okay. Rüstung, Start und Kopf, Gleise, Lokomotive. Das letzte Mal, als ich die Rüstung sah, steckte da ein Koch drin. Ich hoffe, er ist inzwischen draußen. Da ist sie. Rini, was machst du? Nein, bleib stehen! Rini! Auf denen ist Rini zum Ausgang gelaufen. Ja, yeah. Dann muss ich doch fast meine Maus hier noch ein bisschen mehr Platz geben. So.
Planetengetriebe, dass ich die weit genug ziehen kann, ey. Ey. Rini! Das hier ist nicht real. Das Einzige, was wirklich real ist, ist Rini. Ja, aber vielleicht nicht hier? Na los! Hinterher! Was erwartet uns nun? Wow, wie im Traum hier. Hm? Wer bist du denn? Oh oh. Ich bin der, der die Sonne wegmacht. Der dich in seinem Schatten stehen lässt. Wo bin ich hier? Oh oh. Ja. Ah. Ja, das sieht ganz schön ungesund aus. Das Licht, die Farben, der Duft, das hier ist Silence. Wow, was soll der Kitsch? Das hier ist mein Traum. Und darin will ich keine verdammten Schmetterlinge im Regenbogen. Ich will meine Schwester zurück! Oh, verdammt! Sei still und versteck dich! Schnell! Machen wir, natürlich. Oh Gott, was war das denn? Puh! Tja, die beiden Gesichter könnten ähnlicher nicht sein, oder? Was? Na, dass du auf mich gehört hast. Die Sucher fackeln nicht lange. Hab ich gemerkt. Was suchen die denn? Und du? Was suchst du? Meine Schwester. So klein ist sie und... Und ganz schön todesmutig. Du hast sie gesehen? Sie spazierte im Maul des Weltenwurms herum. Da zuckte sein Kiefer noch. Was? Du meinst, der Wurm lebte noch? Wie auch immer ihr es geschafft habt, lebend aus einem Weltenwurm herauszukommen oder ihn sogar zu töten, bestimmt war eine mächtige Portion Glück dabei. Hoffentlich verlässt es euch nicht, sonst kommt ihr hier nicht weit. Übrigens ist deine Schwester bald in Sicherheit. Einer von meinen Leuten bringt sie ins Geheimversteck. Wohin? Kann ich dir nicht sagen. Ist geheim. Was bedeutet einer von deinen Leuten? Hallo? Wer bist du überhaupt? Dadelic Entertainment. Stay here. The only certain thing is death. If only the king would recover. Cause if he did, so would Silence. Try to remember and be who you are. You were the king of Silence. This story is your story. Are you able to do the right thing this time, Sadwick? Das war ein richtig guter, super, mega Anfang. Der war richtig klasse. Das hat richtig Spaß gemacht. Und für Steam, PS4, Xbox One und auf goodoldgames.com. Also was da jetzt halt anders war, wir hatten diese Minispielchen, aber wir hatten eigentlich keine Rätsel so in dem Sinn. Es waren keine Rätsel. Das war halt einfach anklicken. Was aber nicht stört, weil die Geschichte so interessant und spannend war. Und einfach, ja, nochmal aufgeklärt hat über den ersten Teil. Ja. Ja. War richtig cool. Also, ich
muss mir das besorgen. Ich muss mir das besorgen und spielen. Also Leute, danke fürs Zuschauen und schalte wieder ein. Macht's gut, bis dahin. Ciao.